Ich habe heute meine Besprechung für mein T-Shirt-Design. Ich habe schon seit längerem vor, selber T-Shirts zu bedrucken, mit Sprüchen, mit Werbung, mit Sachen rund ums Thema Fotografie. Hey, wie geht's? Mein Name ist Matthias Blattmann und wenn du neu bist auf meinem Kanal, würde es mich freuen, wenn du dich abonnieren würdest. Ich gebe dir Tipps und Tricks rund ums Thema Fotografie und für dein eigenes Business. Und dass die Leute nachher sehen oder Interesse haben, eventuell an diesen T-Shirt selber zu kaufen oder einfach, dass ich ein bisschen Werbung machen kann. Ich habe mir überlegt, anstatt irgendwelche T-Shirts zu kaufen im Laden, mache ich doch einfach meine eigenen T-Shirts. Und jetzt nehme ich euch ganz, ganz spontan mit. Und zwar lasse ich das Ganze in der Schweiz machen, im Allosen bei Kiten, Stickerei und Handarbeiten. Ich tue dir die Internetseite unten in die Beschreibung, unten rein. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal los und ich nehme dich jetzt spontan mit an das Treffen heute. Nehmen wir jetzt mal an, eben das Logo mache ich jetzt zum Beispiel hinten drauf, dass du wirklich das vielleicht mal ausschneiden tust, mal hinten ausdrucken, wie gross das willst. Und dann kannst du mit Sicherheitsgruppe mal daher machen und dann schaust du mal im Spiegel, wo das positioniert sein soll oder wie das am besten aussieht. Wenn du von dir Sachen hast, die du extrem gerne anhast oder extrem gerne anhast, ich habe jetzt hier, wo ich Zarosa geschaffen habe, so einen Faserpelz. Und es wäre super, wenn ich so etwas hätte. Es ist langlebig, es ist robust, es ist gut und du kannst es gut brauchen. Dann nimm so etwas mit, zeig das, was das ist, was für ein Material ist. Und dann könnt ihr sagen, was du am besten verwenden, was du am besten nähst zum Bedrucken oder zum Besticken. Und du hast nachher ein super Produkt, das lang hält. Okay, wir sind zurück von dem Besuch bei der Stickerei, respektive dort, wo ich meine T-Shirts drucke. Und ich werde dir jetzt zwei, drei Tipps geben, was du kannst vorher machen, dass es effektiv und schneller vorwärts geht. Respektive, dass du zu einem guten und einem super Ergebnis kommst. Frage vom Video. Hast du schon mal selber T-Shirt drucken? Schreib doch bitte in die Kommentarfunktion unten rein, was deine Erfahrungen sind oder Tipps, die du anderen kannst weitergeben. Ich bin mir sicher, mit dem Kommentar kannst du ganz vielen anderen auch weiterhelfen. Ich habe gedacht, ich gehe nicht dort rauf, ich sage, welche Farbe, welches Liebling sollte haben und welche Farbe, welchen Druck sollte haben und dann ist das erledigt. Dem ist nicht ganz so gewesen. Ich war jetzt fast eineinhalb Stunden tätig, was super ist, weil wenn du jemanden hast, der kreativ ist oder draufkommt, kann dir sagen, wie die richtigen Farbkombinationen sind, wie das am besten aussieht und wie das genau funktioniert. Aber was mir ganz, ganz fest geholfen hat, ist, dass ich mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht habe über den Druck. Wie soll das aussehen? Was soll es für Farben haben? Und ich habe jetzt hier so ein als T-Shirt von mir mitgenommen, um zu zeigen, wie ich das mir vorstelle, wie das Ganze aussehen sollte. Und dann haben wir nachher schauen, welche Farbe das T-Shirt haben sollte, welchen Druck das haben sollte und eben welches T-Shirt ist das Richtige. Ich habe nachher verschiedene Kleider oder Textilien von mir mitgenommen, um ein bisschen zu zeigen, was für Farben das ich mir vorstelle, was für Dicke von der Schrift, was für eine Schriftbreite. Und habe dann einfach so ein bisschen verschiedene Muster mitgenommen, um zu zeigen, von den Farben, die ich mir gerne wünsche oder auch nicht.
Wir sind nachher jedes Logo durchgegangen oder jedes Papier, das ich vorbereitet habe, mit dem Text drauf, den ich gerne auf einem T-Shirt habe. Wir haben nachher überall die Farbe definiert, die Farbe bestimmt, die Größe definiert oder wie das Ganze aussehen soll. Ich kann sonst ein Beispiel nehmen. Jetzt haben wir hier ein weinrotes T-Shirt und haben nachher einen Rosegold-Schriftzug. Muss ein bisschen mutig sein und möglichst viele Sachen ausprobieren. Oder jetzt bei dem Logo für meine Creative Workshops haben wir zum Beispiel jetzt beschlossen, dass wir vorne noch das rote C hermachen. Natürlich haben wir auch angeschaut, wie so ein bisschen Kombi ist vom Drucken und Sticken. Ich habe mich jetzt aber entschlossen, dass wir nur das Ganze drucken. Das hat locker etwa ein Jahr her, wenn man das regelmässig waschen. Und das ist völlig okay für so ein T-Shirt. Wenn man sticken, hat es vielleicht noch viel länger. Aber dann kannst du das sicher für irgendwie hochwertige Textilien brauchen. Oder sonst etwas, zum Beispiel so Caps, wo nachher wirklich länger kannst brauchen oder weniger anhast und auch sozusagen nicht waschen. Und dann hält das wirklich sehr lange her. Es würde mich freuen, wenn ich dir helfen konnte mit dem kurzen, spontanen Video. Dir ein paar Inputs geben, wie das so abläuft, um selber ein T-Shirt designen oder eben drucken lassen bei jemandem und was man sich da so für Gedanken machen muss. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Abonnier doch bitte meinen Kanal, drück die Glocke, dann wirst du jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich wünsche dir nur das Beste, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.